Es war aber wieder saukalt die Nacht. Wir sind erfroren. Es gibt Bohnen und irgend so ein Matsch. Lecker Matsch. Schauen wir mal, wie wir heute kommen. Wir sind jetzt auf eine Straße gestoßen. Hoffen, sie führt nach Süden. Denke schon. Und hoffen, dass wir unseren alten Wanderweg wiederfinden. Nachdem wir uns jetzt Ewigkeiten verlaufen haben oder im Prinzip irgendwie nur nach Himmelsrichtungen versucht haben zu orientieren, haben wir endlich so einen Ponyhof gefunden. Hier gibt es ein Schild. Nach Glenmore. 8 Meilen noch. Verdammt. Wir haben den Wald endlich verlassen und sind wieder auf unserer alten Route. Alles gut. Jetzt nur noch marschieren. Wir haben eine Hütte entdeckt, so wie es in unserer Beschreibung steht, und hoffen, dass wir uns da irgendwie unterstellen können, in dem Regen. Ja, wir haben tatsächlich eine Booty gefunden, einen sogenannten Unterstand, den man theoretisch einfach frei benutzen könnte. Ich denke, wir machen hier ein bisschen Pause. Ja, aber wir gehen heute noch weiter zu dem Campingplatz. Freunde. Hi. How you doing? Hier kommen wohl viele Leute her. This guy here is from Spain, sharing his whiskey with us. Yeah, sure. What's your name? Pau. Pau. Yeah, easy. Pau. Me is Kai, and this is Robin. Yeah, and to give him some of our tea, so he has a nice shelter for tonight. Ja, das ist es wirklich. Ja, also mittlerweile sind wir komplett durchnässt. Es ist nicht mehr weit bis zum Glenmore Camp. Aber wir können nur hoffen, dass es morgen irgendwie trocken wird, damit unsere Sachen wieder trocken werden. Tja, Tag 2 ist erreicht. Wir sind am Campingplatz Glenmore. Am großen Loch Morlich, ein riesengroßer See, den wir uns später vielleicht noch kurz angucken. Es regnet immer noch. Ich habe mich jetzt geduscht, ich bin einigermaßen sauber. Und jetzt gehen wir in einen sogenannten Einkaufsladen, Store. Und dann gibt es sogar hier noch ein Restaurant, wo wir schick essen gehen. Sehr geil. Weg. Schon wieder ein Cairngorm eigenes Bier. Wir sitzen unter einem schönen Dach im Regen, während unser Zelt und unsere Sachen im Regen stehen und warten auf Essen. Zusammen saufen mit Deutschen. Also tolle Geschichten erzählen. Mit einem schönen Lager. Cairngorm Lager. Cairngorm Lager. Oh, I can test a Philip Mark, last month, last season, far off day. For here, 30 miles away, there's always some to stand there.